der erste Programmpunkt immer jedes Jahr der gleiche. Immer der gleiche. Und der wird schon eine Augenweide, ich verspreche es euch. Der Gardetanz unserer Prinzengarde. Thank you.
haben wir getrunken. Unsere Prinzengarde des Faschingsweinzester. Ich möchte es euch vorstellen. Es tanzt mit euch Lisa Kandelhardt, Theresa Böhm, Karin Müller, Kerstin Feigler, Lea Knauf, Marie Fischer, Julia Knaufe, Doreen Rottmann, Juliana Fischer, Ersatz Franziska Schaller, Janine. Oh, jetzt noch eine Kollegin. Oh. Melissa Schmull. Jetzt der Ersatz. Franziska Schaller. Janine Graube. Und unsere Prinzessin Julia Wisper. Zwei Trainerinnen in der Prinzengarde und eine steht im Kostüm auf der Bühne. Ich weiß aber richtig. Ich hab's gar nicht fassen können. Doreen Rottmann und Christina Ries. Wie ihr ja schon erkennen konntet, hat unsere Prinzengarde dieses Jahr neue Kostüme bekommen. Wir haben. Oh, mein lieber Scholli, die waren schön teuer. Ja, die waren schön teuer. Dafür sind sie wunderschön, ja. Ehrlich. Wir als Verein haben was dazugegeben und die Mädchen haben selber Sponsoren gesucht. Ich will sie mal ganz schnell vorlesen. Archisebüro für Bauideen, Krämerbau GmbH, Brauerei Scharf, Schreinerei Konrad Leicht, Reinhold Marquardt, Fuhrunternehmen Edwin Heuss, Elfis Haarstudio Die Locke, der Börsner Hof und Möbelwendler. Sponsoren könnte man solche Sachen nicht stemmen. Es ist einfach nicht möglich. Man müsste der Verein so viel verdienen und das schafft man nicht. Und ich sage immer wieder recht herzliches Dankeschön. Liebe Mädels, ich würde euch jetzt alle drücken, aber ich bin schon, mache ich nicht. Mache ich dann mal hinter der Bühne, ne? Nehme ich euch in den Arm. Was? Ja, meine Frau ist doch da, oder? So, meine lieben Prinzengarde, auf euch, auf das Suchen der Sponsoren für die schönen Kostüme, auf die Kostüme. Ein Leibwachtel ist Sessler! Und für den Ausmarsch.